Zu Handelsbeginn des heutigen Dienstags hatte der deutsche Aktienindex die Marke von 8.000 Punkten noch fest im Blick. Er lag im Hoch bei 7.988 Zählern. Allerdings gab er danach doch recht deutlich nach, sodass er jetzt bei 7.911 Punkten mit 72 Punkten oder 0,9% im roten Bereich notiert. Das kann aber die kurzfristig orientierten Derivateanleger jetzt nicht schocken. Ganz im Gegenteil, die sehen diesen Stand offenbar als gute Einstiegsmöglichkeit in Knockout-Calls und Call-Optionsscheine, und das zieht den OVAX-Sentiment-Index, der genau dieses kurzfristige Verhalten misst, auf plus 60 Punkte nach oben. Das heißt, die Anleger sind doch jetzt wieder bullisch gestimmt und glauben ganz fest daran, dass der DAX sich wieder der 8.000-Punkte-Marke von unten annähern könnte. Wir schauen mal in den DAX hinein, denn da gibt es heute zwei größere Verlierer. Der stärkste Verlierer heute, Fresenius Medical Care, aktuell mit einem Abschlag von 8,9% auf 49,60 Euro. Und der Mutterkonzern Fresenius mit 4,3% im Minus bei 91,35 Euro. Die US-amerikanischen Krankenkassen haben angekündigt, den Zuschuss für die Blutwäschebehandlungen deutlich zu verringern. Und hierbei, so heißt es hier, fallen die Kürzungen unerwartet hoch aus. Und das haut jetzt hier so richtig rein in den Kursverlust bei Fresenius Medical Care und Fresenius. Darüber hinaus schauen wir nochmal in den MDAX. Hier liegt Talangs deutlich im Minus mit 4,5% bei 23,43 Euro. Großaktionär HDI hat ein größeres Paket auf den Markt geworfen, verkauft also Aktien, und das drückt hier natürlich auch auf den Kurs. Und wenn wir in den TecDAX schauen, dann stellen wir fest, Dialog Semiconductor kann um 3,5% zulegen auf 10,13 Euro. Hier wirkt sich die angekündigte Übernahme von iWatts besonders positiv aus, da, so sagen auch Analysten, Dialog Semiconductor jetzt nicht mehr so abhängig sei von einem einzigen Produkt und einem einzigen Kunden. Und das beflügelt natürlich auch die Aktie.